netten Freunde, wir starten eine weitere Folge Ghost Hunter Corp. Ich musste mal darüber nachdenken, wie das Spiel überhaupt heißt. Ich habe mal die Mauseinstellung ein bisschen verändert, damit man ein bisschen besser guckt. Ich finde, wir haben total skurrile Sachen am Start. So, lass uns mal checken, ob wir vielleicht... Ich würde gerne mal wissen, ob man sich so ein Thermometer kauft. Geisteranalyse. Da stehen auch die Stufen drauf. Guck mal, Fotoapparat kann ich kaufen. Das habe ich alles am Start. Aber da, ich brauche Stufe 8 dafür. Was habe ich für eine Stufe? Weiß ich gar nicht. Wo kann ich denn meine Stufe sehen? Tutorial, Geister, Wiki, Fotos. Fotos? Ja, ich habe mal Fotos gemacht. Wieso fängt man immer wieder von vorne an? Geld 140 Euro. Kann man das Spiel auch irgendwie... Guck mal, XPs habe ich 30 Level. Ja. Toll. Läuft. Aber ich habe auch Fotos gemacht vom Geist. Ja, ja. Mhm. Warum sind, weil ich tot gegangen bin und konnte das wahrscheinlich nicht mit nach Hause nehmen. Deswegen. Gut, okay. Dann bleibt uns ja nichts weiter als anzufangen direkt. Deutschland. Einfache Kurzuntersuchung. Einfache Kurzuntersuchung. Das haben wir überall gedacht. Baronie Günther. Okay, wir gehen nach Baronie Günther. Deutschland, Baronie Günther. Ein einzelner Geist, für des Exorzismus maximal 2 bis 3 Hinweise nötig sind. Dieser Baronie gehört einer wohlhabenden Familie, deren Namen längst vergessen ist. Nee, das sage ich jetzt nicht. Sie gaben sich unheiligen Ritualen hin. Alle außer dem Vater, der nichts über diesen Praktiken wusste. Die Bewohner der umliegenden Dörfer verschwanden oft. Aber schließlich erkannten sie, dass sie mit den Ritualen dieser Familie verbunden waren. Anschließend wurden die Familien gehängt. Der Vater und Besitzer des Hauses wütete darüber, dass er trotz seiner Unschuld diese Welt verlassen musste. Schwor Rache. Seit diesem Tag hat niemand mehr in dieser Baronie gelebt. Und aus gutem Grund sagen alle Leute, die sich ihr nähern, dass sie heimgesucht wird. Okay, dann nehmen wir das. Finde ich gut. Wir gehen nach Deutschland. Leute, wir fahren nach Deutschland in unserem wunderschicken Wohnmobil hier. Gibt es einen Shortcut, dass man die Tür schneller aufkriegt? Ich meine, das ist nämlich so mein Verhängnis. Dieses Ziehen an den Türen. Wenn die Geister auf einmal hinter mir die Türen abschließen, dann bin ich oftmals zu tragen. Ja. Was ist das? So, jetzt die deutschen Geister. Wie böse sind deutsche Geister? Oh. Was ist denn unser Ziel? Das ist eigentlich immer dasselbe, ne? Exorzieren Sie einen Geist. Filmen Sie einen Geist in der Nähe der Kamera. Messen Sie die Temperatur. Ja, es ist... Finden Sie einen Geist mit EMF-Dings. Messen Sie Signalgröße Dings als 10. Okay. Dann fangen wir mal an. Wir nehmen die Taschenlampe. Nee, war das, ne? Genau. Und nehmen das mit. Konnten wir noch ein drittes Ding mitnehmen? Ja, sind wir schon auf dem richtigen Weg. Warte mal eben. Anschalten. Los geht's. Geistersuche beginnt. Das ist aber kein Dorf mehr. Was ist denn da los alles? Das ist die Geister alles. Ja. Mach auf. Hüpfen. Ich komme hier gar nicht rein. Ich komme hier nicht mal über die Schwelle getreten. So, jetzt aber. Wow. Das ist voll schön hier. So stellt man sich also da, wo das Spiel hergestellt worden ist, Deutschland vor, ne? Toll. Die Tür geht... Was? Der Weinkeller. Ach, hier fühle ich mich schon mal wohl, ne? Sind die Fässer gefüllt? Sind die Fässer gut gefüllt? Ist der Tomchi glücklich, ne? Hallo? Ist hier jemand? Also ich habe ja kein Stimmgerät dabei. Was habe ich denn noch mit? Kreuz und das Ding. Den nicht. Naja, wir sollen ja auch damit erstmal messen, ne? Knatschende Fußböden, kein Problem.
erstmal alles unordentlich machen. Boah, ich bin auch total nervös jetzt, ne? Da krieg ich so was. Ja, ich glaube, das wär's für Inka. Geisterreich im Schlafzimmer. Geistreich. Ob man sich hier nicht in so einen Schrank verstecken kann, das wissen. Ich habe hier ein ganz mieses Gefühl, als würden es irgendwie hier Geister geben. Ich glaube, wenn uns hier ein Geist... Ich finde, die Ausdauer ist hier einfach zu gering, ne? Wenn man wirklich vom Geist wegrennen muss. Alter, wie hoch ist das denn? Ich krieg jetzt schon eine Gänsehaut, hör mal. Hallo? Noch ein Schlafzimmer, schön. Das war für die Geliebte. Oder Kinderschlafzimmer. Ich meine, wir haben es hier groß gehabt. Kein elektrisches Licht. Hier kann man nicht mal irgendwo mal Licht anmachen oder so ein Scheiß, ne? Kein Signal bis jetzt empfangen. Gibt es überhaupt Geister? Ah, Dachboden. Schön. Ach, wie... Ja. Jetzt bläst von draußen ja auch noch so ein kalter, pustiger Wind rein, ne? Das hilft jetzt nicht. Boah, pustet mir der Wind in die Beine, Alter. Das ist... Überhaupt nicht schön. Gefällt mir gar nicht. Spinnnetze. Ja, die sind gut gemacht hier. Direkt mitten. Ja. Ich sag ja, Inka will. Aha. Al. Boah. Steck mich hier einfach hin. Kann ich mich ducken? Warum macht man das? Warum geht man freiwillig hier rein? Und denkt, man kann Geister exorzieren? Ich meine, wir können es offensichtlich nicht. Weil wir sind ja jedes Mal gestorben. Schubkarren. Weinkeller. Also offensichtlich, ich kann sagen, hier gibt es keine Geister. Die Bude ist frei. Was? Scheiß Tür wieder auf. Ich krieg die Tür nicht auf. Lässt du bitte mal die Türen offen? Geist, ja? Ich dachte, er lässt das Ding. Oh, wir haben Ausschlag. Oh! Verpiss dich! Okay, wir haben Ausschlag. Boah. Alter, direkt super Gänsehaut, Alter. Direkt auch ein 5er Ausschlag. Warte, dann müssen wir mal bei Geisterpedia mal gucken. Oder Geisterwiki. Warte mal, was haben wir denn? Temperatur gar nichts. Geisteranalyse haben wir auch nichts. Elektromagnetisches Feld. Ja, das war Stufe 5 tatsächlich. Wir haben bis zum Stufe 5 haben wir rausgeknackt. So. Jetzt brauchen wir... Das Analysegerät. Können wir noch eins mitnehmen? Warte mal, ich lass mal die Kamera hier ganz kurz. Warte, die will ich mal ganz kurz aufstellen, weil der Geist war ja hier gleich bei uns am Start.
Okay. Gleich hier vorne war der, ja? Diesen Raum. Wenn wir mal die Kamera... Genau hier vorne in der Ecke stand der doch, ne? Der war hier gleich am... War der am Anfang gleich? Ja. Alter, hör auf damit jetzt, du hässlicher Vogel. Hält die Scheiße auf. Machen wir mal ganz kurz die Kamera ran. Ja, oder... Schmeißen das Kreuz einfach mal weg. Hey. Scheiße, die Kamera steht echt nicht gut. Gut, aber wir hatten auf jeden Fall schon einen heftigen Ausschlag gehabt. Das wird sich auch doof an. Ja, wild. Die Kamera steht echt so ein bisschen blöd. Die sollte... Warte mal, lass das mal... Kamera nochmal mitnehmen. Ja. Boah, bist du behindert? Alter, dieser hässliche Geist, ey. Aber den sollte ich ja jetzt total drauf haben, ne? Hey, der hat mich hier gejagt. Der ist auch total aggressiv. Der Geist, total. Aber ich denke mal Mädchen, was? Macht der... Macht der hier nicht ernsthaft... Ich komme nicht raus! Macht der Geist mir vor meiner Nase nicht ernsthaft die Tür zu? Aber das muss er doch gefilmt haben. Er macht immer wieder die Tür zu, dieser hässliche Strollergeist. Ich krieg die Tür nicht mehr auf. Ich krieg das Signal für die Tür nicht mehr auf. Der will uns nicht. Er hält die Tür zu. Geist, hör auf damit! Ich komme in Frieden. Hier, mein Zeichen. Der Zeichen meiner guten Wille. Lass jetzt die Scheißtür auf, ich sag dir das. Er hängt hier vorne fest, der Geist. Aber er kriegt hier keinen Ausschlag. Lass uns mal versuchen, mit ihm zu reden. Aber wir sollten den doch jetzt schon längst gefilmt haben, an und für sich, was? Ich meine, der hängt genau da an der Kamera. Der da, guck, da ist er doch. Hier. Ein kriechender Geist. Aber ich krieg auch keine Signale damit. Warte mal. Hör mal auf. Oder lass uns das Ding mal da vorne droppen. Warte mal, wir haben jetzt auch das Kreuz da droppen lassen. Nimm den Vogel mit. Der Geist immer noch vor der Kamera. Ja, ja. Der will gerne gefilmt werden. Das ist ein kriechender, hängender Geist. Kann ich bei Geisterpedia mal ganz kurz checken? Wo geht das hier? Geisterwiki, noch nicht bestimmt. Kategorie Poltergeist. Liebt es, mit Dingen in seiner Umgebung herumzuspielen? Nein. Schatten. Geist liebt es, in Schatten zu verstecken? Nein. Kategorie Wiedergänger. Wiedergänger sind physischen Welten, sind leicht daran zu erkennen, dass sie aufgrund fehlender Energie nicht aufstehen können. Wiedergänger kriechen und versuchen, sie zu packen und ihre Energie auszusaugen. Das könnte er sein. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Wiedergänger. Lass uns mal versuchen. Er hat schon wieder die Tür zugemacht. Himmelgeist. Aber sie liebt die Kamera. Geist! Ich weiß, du hängst hier rum. Wir haben auch...
Ja. Aber lass bitte doch die Tür auf, damit ich schneller vor dir weglaufen kann, ja? Ich trau mich auch gar nicht mehr weiter rein ins Haus jetzt, ne? Bist du hier in deinem Weinkeller? Den ich im Übrigen sehr, sehr schön finde. Ich habe kein Mikrofon mit, deswegen ist es Schwachsinn, mit ihm zu reden. Aber es gibt mir ein Gefühl, als wäre ich lieb. Eben in Frieden. Ich hatte das Kreuz hier irgendwo gedroppt. Und ich dachte, ich hatte ihn hier dran festgemacht, aber das Kreuz ist weg. Kann er mein Kreuz wegnehmen? Drop das Ding mal hier. Weil hier alles auf diesen Eingangsbereich ja nun hinaus war. Und das Ding war mit dir. Wow! Ich finde das mit den Türen machen ziemlich doof. Er nimmt auch keine Signale entgegen. Ich krieg hier nichts von denen. Kopf mit. Oh, meine Nase zugemacht. Hör auf damit! Schlumpf. Jetzt haben wir. Größer als 10 gerade gehabt. Aber es war ziemlich wenig. Das Ding misst auch nichts. Also er lässt sich hiervon nicht messen. Lass uns mal mit dem Geist sappen. Oh Gott. Da. Ein Wiedergänger, ne? Hat er was gemisst? Ja, gar nichts misst er. Er ist genau über den rüber gekrabbelt und misst nichts. Ich glaube, die Geräte sind alle kaputt. Da kannst du sagen, was du willst. Da hinten hinter der Kiste ist er. Er ist so schüchtern wie herausfordernd. So, dann lass uns mal gucken. Wir haben einen Wiedergängergeist. Genau, wir haben das, aber das mit der Kamera, das verstehe ich nicht, warum der hier nicht angezeigt hat, dass wir ihn gefilmt haben. Wir haben ihn offensichtlich ja richtig gefilmt. Den Geist. Dann lass uns doch mal das Ding hier wieder wegpacken. So. Und jetzt lass uns. Hat er mir hier gerade die. Nimm das Mikrofon mit und fragen ihn, ob er hier was reinmalen möchte. Hallo Geist? Ich bin ein Freund. Ich bin auch ein Geist. Ach, guck mal, du bist an der Decke. Möchtest du mit mir reden, Geist? Geist, möchtest du mit mir reden? Nein, möchtest du nicht mit... Aber du hängst da an der Decke rum. Das sieht ziemlich doof aus, Geist. Bist du so gestorben, Geist? Hat man dich erhangen, Geist? Haben wir ja gelesen. Was für eine dumme Frage, ne? Geist, ich bin dein Freund. Geist, ich habe eine tolle Idee. Geist, ich habe ein Buch hingelegt. Kannst du in das Buch reinschreiben? Schreibst du mir bitte in dieses wunderschöne Buch rein, Geist? Du musst dich nicht hinter der Weinkiste verstecken. Ich sehe dich, Geist. Du musst... Der hat mir die Tür vor der Nase zugemacht. Geist. Ich bin ein Freund. Firma Vorwerk. Der hält mir die Tür zu. Ich komme hier nicht rein. Geist. Ich bin von Vorwerk. Ich möchte ihn bitte... Nein, okay, ich bin nicht von Vorwerk. Geist? Wissen Sie... Nein? Ja. Okay. Ich verstehe das schon. Oh! Ich glaube, der ist genervt. Wir können darüber reden. Ich habe noch nie gehabt, dass ein Geist geantwortet hat, ne? Er steckt hinter der Tür fest. Nee, das war dieses Kackgerät.
Geist! Achso, kann ja jetzt nicht mehr. Fuck, warte mal eben. Geist, kannst du in mein Buch reinschreiben? Geist! Hallo? Schreib doch mal was in mein Buch rein, ey. Oh! Digga, du bist gruselig. Lass das... Okay, ich bin weg. Ne? Der ist verrückt. Ja, der ist in der Tür. Okay, jetzt reicht's. Jetzt fahren wir härtere Geschütze auf. Wir waren bis jetzt immer freundlich zu ihm gewesen. Aber nun... Er hat die scheiß Tür schon wieder zugemacht. Geist! Achso, jetzt kann er mich nicht mehr hören. Nein, was... Darauf reagiert er gar nicht, ne? Ne, meine Ghostbuster-Laserkanone. Diese ganze Ficke spielt sich echt hier vor der Tür ab, ne? Wir haben rausgefunden, was für ein Geist das ist. Es ist ein Wiedergänger. Wir haben ziemlich viele coole Dinge mit ihm angestellt. Und jetzt auf einmal, wo ich hier mit der Knarre um die Ecke komme, taucht er hier nicht mehr auf. Ich trau mich auch nicht mehr weiter rein. Der hat uns schon zweimal fast ermorden wollen. Ach, jetzt singen wir, hä? Huh? Als ich mit dir reden wollte, wolltest du nicht. Den Geist. Tauch auf! Und stelle dich deinem Schicksal! Digga, das ist wie bei Star Wars. Oh! Der hat mich... Was? Was ist denn... Was? Verdammte! Hat der Geist! Hatte fliegen, danke! Ich fühle mich wie Jesus! Geist! Er hat mich durch die Gegend geschmissen, Mann! Ein aggressives Wesen ist hier nicht erwünscht. Diese Welt ist fertig mit dir. Erstmal weglaufen. Oh, gruselig. Was? Lass die scheiß Tür, Mann. Das mit dem Kreuz, ne? Wo ist mein Kreuz? Ich hol göttliche Hilfe. Steht da bei Wiki-Dings Geisti Bumsti da auch drinne? Achso. Den glückt ja noch. Lass mal noch mal einmal noch mit dem Schnacken. Geist! Ja, das mit der Tür klappt nicht, Geist. Geist, ich bin echt ein... Nee. Radio mach ja nicht so. Er wollte es nicht ins Buch. Lass mal bei Geister-Wikipedia reingucken, hier schnell. Geister-Wiki, Kategorie, bla bla bla. Geister-Geräusche, Geräusche. Geister-Phon,
Geisterradiophon, geisterhafte Stimme am Ort. Nein, gekritzelt auch nicht. Schreiben macht er nicht. Oberfläche schreiben, Oberfläche zeichnen auch nicht. Temperatur 0, negativ, konnten wir nicht wissen. Das Analysegerät hat uns hier nichts aufgezeichnet. Wir wissen die Dingskategorie und wir haben tatsächlich eben halt... Kamera geht aber voll ab jetzt gerade wegen den. Oh, der ist genau in der Kamera, der lässt sich gerade voll Elle filmen. Die Situation müssen wir nutzen. Feuer! Hab ich ihn erwischt? Feuer! Er ist immer noch da. Feuer, Feuer! Was ist denn das für eine Kacke hier? Star Wars Geräusche machen, aber nicht schießen. Wie kann ich ihn noch exorzieren? Ich habe das Gefühl, wir kriegen ihn diesmal am Arsch. Warte mal. Wir nehmen die Bibel. Nein, halt. So, so. Okay. Jetzt gehe ich Feuer ein. Okay. Jetzt komme ich. Du, die du diesen Heimort suchst, im Namen des Herrens, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden, so sei der Wille des Herrn. Ah! Er singt. Okay, hat das jetzt was gebracht? Ist er weg? Ja, ich kann nicht nochmal. Scheiße. Okay, was jetzt? Was ist das? Was ist denn das? Allding brauche ich nicht. Warte mal. Was ist das? Zauberstab? Harry Potter? Was ist denn das? Ich dachte, ich habe hier was... Es funktioniert alles nicht. Es funktioniert alles nur einmal. Was ist das? Toll. Ich dachte, ich habe ihn erledigt. Ich hätte schwören können, dass ich ihn erledigt habe. Der Geist ist auch nicht mehr auf der Kamera drauf. Exorzieren Sie den Geist. Warte mal, ich habe aber noch Hinweise dazu gekriegt. Und zwar Geräusche, Geisterfon, Geisterfon, geisterhafte Stimmen am Ort. Genau, die habe ich noch. Exorzismus an, so drücke. Schießen Sie mit der Neutronenpistole auf den Geist. Rezitieren Sie den Exorzismus aus dem Buch mehrmals ohne Unterbrechung. Ah, okay. Beenden Sie den Heimsuchung eines Fluchesobjekt, indem Sie die Neutronenpistole darauf schießen. Der verfluchte Objekt wird... Okay, ich habe es nicht ganz verstanden, was er meint, weil die Neutronenpistole ist offensichtlich alle geschossen. Bin da mehr für die friedliche Lösung. Du, die diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge deinen Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Amen. Da kannst du noch so laut atmen. So, nochmal. Dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. So sei der Wille des Herrn. Amen. Okay. Du, die diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst. Okay. Dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Amen. Er lässt sich nicht exorzieren.
Gott stehe mir bei! Er ist noch nicht exorziert. Oh oh, die nehmen wir die beste Seite. So. Möge Jesus mein Zeuge sein. Okay. Also, an die Bibel glaubt er schon mal gar nicht. Jetzt geht's mit Laserpistolen. Also, wir haben tatsächlich den Geist jetzt eigentlich ermittelt. Total. Ne? Aber auch mehrmals, ne? Das ist das eben halt. Mehrmals müssen wir den Geist hier auffordern zu gehen. Ich wollte mal gucken, ob dieser Super Blaster funktioniert. Ich glaube, wir haben so viel Exorzismusgegenstände da gelassen. Und der lässt sich hier nicht exorzieren. Das ist doch von Arsch. Er soll jetzt auch abgeschossen. Es ist nur die Möglichkeit, ihn wirklich mit der Neutronenpistole wegzuballern. Oder wirklich ihn zu... aus dem Buch vorzulesen. Ich meine, so eine schöne Abendstunde kann jeder gerne haben, ne? Das piepende Viech geht mir total auf den Pisser, ey. Keine Signale gefunden. Das Ding geht mir auf den Sack. Hier, weg damit. Mach aus. Ja, den packen wir jetzt mal weg. Das Einzige, was ich jetzt nochmal mitnehme, ist echt nochmal vielleicht die Bibel. Versuchen wir gleich so. Das ist ein Buch. Das ist die Bibel. Die Bibel hat dir immer gut geholfen. So, Kinderchen. Können wir diesen Geist exorzieren? Oder wird er uns exorzieren? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Es war noch nicht gruselig, aber wir haben schon mal überlebt. Oder können wir einfach von dannen gehen? Das wäre natürlich auch geil. Sind wir können abhauen. Könnten wir auch machen. Weil, ganz im Ernst... Warte mal. Ne? Ja, warte mal. Also, er ist hier nicht grün angezeigt zum Exorzieren und das ist... Also komm, wir zitieren noch einmal kurz die Bibel und dann können wir, wenn das nicht funktioniert, dann können dir nicht mal Gott helfen. Du, die du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist, möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden, so sei der Wille des Herrn. Und wir zitieren es nochmal. Du, die du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Amen. Nochmal. Du, die du diesen Ort heimsuchst im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Du, die diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist, möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden, so sei der Wille des Herrn. So sei der Wille des Herrn. Na, ich weiß nicht. Wir haben auch keine Aktivitäten mehr. Was? Glaube? Ich glaube, eigentlich sollte der Geist weg sein, ne? Weißt du was? Wir hauen einfach ab. Ich weiß nicht, der lässt sich nicht exorzieren. Aber er hat sich verpisst, nachdem wir ein paar Mal aus der Bibel zitiert haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwie ist das total albern.
Und er lässt sich auch nicht mehr blicken. Was? Nein, die Tür bleibt auf dem. Er schließt die Tür. Was? Jetzt bin ich so ein bisschen verblüfft. Ich glaube, ich weiß nicht, das hat... Er ist nicht exorziert. Vielleicht sollte ich wieder die Maria-Statue da wegnehmen. Warte mal eben. Das können wir auch gleich mal direkt probieren. Augenblick. Oh ja, keine Ausdauer mehr, wa? Ich frisst uns direkt am Wohnmobil, Alter, hör mal. Aber es war schon ziemlich erfolgreich, ob wir ihn nur kriegen oder nicht. Das Zuckerding kriege ich auch nicht weg. Ich glaube, Leute, ich glaube, wir verbuchen das als Teilerfolg und ziehen von dannen. Wir gucken uns gleich das Ergebnis nochmal an. Aber ich meine ganz im Ernst, ich habe das doch gut gemacht mit dem Exorzieren und so alles. Also hallo, hör mal. Wir verlassen Deutschland nun. Mit dem Gewissen, dass wir rausgefunden haben, wer der Geist war. Wir haben rausgefunden, wie wir ihn exorzieren konnten. Und wir haben sämtlichen Scheiß rausgefunden. Okay. Geisterhafte Stimmen. 5 Euro. Die Stufe 5. 5 Euro. Das Geist hat... Filmen Sie den Geist in der Nähe der Kamera. Messen Sie die Temperatur. Finden Sie den Geist mit den Dings. Bla bla bla. Und dieses Geld 59 Cent. Und haben wir denn 59 Euro? Das ist ganz schön wenig. Dafür riskiere ich mein Leben, Leute, ne? Und... Erfahrungspunkte? Habe ich da neue gekriegt? Wo stand das denn noch, meine Erfahrungspunkte denn jetzt nochmal drauf? 199 Euro und ich habe... Gut, ich muss das noch 52 mal machen und dann haben wir das. Also, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat mega Spaß gemacht und ciao!